Ihre Parteikollegin Verena Nussbaum ist jetzt am Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Fernsehschirmen. Ich möchte auch auf den Bericht der Mittelflüsse im Gesundheitswesen eingehen. Und man sieht ja schon in diesem Bericht, dass auch dort einmal mehr die umfangreichen Tätigkeiten der Unfallversicherung hervorgehoben werden. Im Jahr 2015 betrugen beispielsweise die Erträge aus den Beitragszahlungen in diesem Bereich knapp über 1,5 Milliarden Euro. Die Gesundheitsministerin verlangt nunmehr von der AUFA eine Kürzung von 500 Millionen. Eine Kürzung von 500 Millionen bedeutet aber massive Kürzungen auf Kosten der Versicherten. Das bedeutet, dass in Zukunft die Patientinnen zur Kreditkarte statt zur E-Card greifen müssen. Unser Weg ist das ganz bestimmt nicht. Wir werden für unser erfolgreiches Sozialversicherungssystem kämpfen. Und man hat ja heute schon gesehen, die 200.000 Unterschriften, die übergeben worden sind, dass die Bevölkerung durchaus hinter unserem erfolgreichen Sozialversicherungssystem steht. Der Bericht des Rechnungshofs stellt richtig fest, dass die Unfallversicherung die Arbeitgeberhaftpflichtversicherung abgelöst hat und daher die Beiträge ausschließlich von den Arbeitgeberinnen zu entrichten sind. In Wirklichkeit handelt es sich hier um die günstigste Versicherung für Unternehmen, die es gibt. Im Schnitt sind das etwa 26 Euro pro Beschäftigte. Noch dazu muss man hinweisen, dass mit 1. Juli 2014 bereits der Beitrag von 1,4% auf 1,3% gesenkt wurde. Aber mir ist schon klar, warum die derzeitige Regierung den Arbeitgebern Geschenke machen muss. Sebastian Kurz steht Herrn Bierer und anderen Großspendern im Wahlkampf in der Schuld und revanchiert sich damit, dass in etwa 9 Monaten Herr Bierer seine Spende dann wieder herinnen hat. Überhaupt bringen Sie immer wieder im Zusammenhang mit den Sozialversicherungen Propaganda, es gäbe Ineffizienten. Die Wahrheit ist, 2017 haben die Krankenkassen einen Überschuss von 48 Millionen Euro erzielt. Der Chef des Hauptverbandes, Alexander Biach, der ja nicht unbedingt ein Sozialdemokrat ist, führt die guten Zahlen übrigens auf die Gesundheitsreform der damaligen SPÖ-Regierung unter Alois Steger zurück. Und er spricht davon, dass die Einsparungen in der Verwaltung alle Erwartungen übertroffen haben. Ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht, wir sprechen hier von einem hocheffizienten System. Und auch die Erträge der Krankenversicherung, und auch das streicht der Bericht hervor, kommen fast zu 89% aus Beitragseinnahmen von den Versicherten selbst. Der Rest, der zugeschossen wird vom Bund, wird verwendet für Arbeitslose, für Menschen, die der Kriegsopferversorgung unterliegen, für Mindestsicherungsbezieherinnen und Asylwerberinnen in der Grundversorgung. Und da wollen Sie sparen, wieder bei den Ärmsten der Gesellschaft. Sie zerstören ein System, das hervorragend arbeitet. Und nur darum wollen Sie Ihren Großspendern wieder als Geschenk zurückgeben. Das ist ein unwürdiges Schauspiel. Beenden Sie es endlich. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete. Sagt Verena Nussbaum von der Sozialdemokratie.